Hallo, ich möchte euch heute die neue Kaffeemaschine zeigen, die ich mir bei Tchibo bestellt habe. Und euch kann man das packen. Dabei handelt es sich um die Tchibo Cafissimo Compact Black in der Professional Edition. Das ist die Ausführung für Unternehmen. Die hat ein VDE-Siegel. Der Karton ist für etwas, das sich kompakt nennt, groß. Man kann auch gleich sehen, wie das Ding aussieht. Espresso, Kaffeecrema und Filterkaffee kann man damit machen. Sie hat keine Milchschaumdüse, brauche ich aber auch nicht, weil ich nicht eigentlich mit Milchschaum trinke und ich habe auch noch einen separaten Milchaufschäumer bei Bedarf. Mal aufmachen. Oben gleich als erstes ein kleines Päckchen mit den Unterlagen wie Betriebsanleitung und Garantie. Das Ganze in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedenen Sprachen. Da denkt man also durchaus international. Gehen wir wieder rein. Das ist die Auflagefläche für den Kaffee. Gut verpackt das Ganze. Beiseite und schauen wir mal, ja, also die Verpackung war schon mal top, man sieht auch, man hat hier noch verschiedene Sachen separat befestigt, dass nichts rausfällt. Hier hinten oder beziehungsweise hier an der Seite auch nochmal. Auch der Behälter fürs Wasser war nochmal festgeklebt. Ja, so sieht sie jetzt also aus. Schwarz, klar, die ist ja auch black. Dann kommt hier unten rein. Der Auffangbehälter für die alten. Ah, so hier drauf. So rein, fertig. So, hier sehen wir, hier kommt die Tasse rein, das Abtropfgitter ist da drin. Hier wähle ich dann aus, was ich für eine Kaffeeart haben möchte. Der Wasserbehälter ist hier hinten. Den kann ich komplett raus machen. Ich kann aber auch einfach hier öffnen und hier oben Wasser reinkippen. Wenn ich den Hebel nach hinten mache, geht hier vorne die Öffnung auf, da kommt die Kapsel rein, Hebel zu, drauf drücken und wenn ich nachher fertig bin, aufmachen,
fällt die Kapsel wieder raus und landet dann hier unten drinnen in dem Behälter, den ich dann entleeren kann. Ja, An- und Ausknopf ist hier an der Seite. Kabel auch ausreichend lang. Ja, war ein Sonderangebot. Kostet sonst um die 130 Euro, gab es für insgesamt 33,32 Euro, und da gab es auch noch Kapseln dazu, da gab es noch einen Kapselhalter dazu. Also es war ein absolutes Schnäppchen, deswegen habe ich es mir gekauft, denn ich habe eigentlich eine Cafesimo, die große Variante davon, und die habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Garantie ist aber schon abgelaufen, 40 Monate übrigens hat man hier Garantie drauf, wenn man die Maschine registriert. Und da habe ich mir gedacht, schlage ich zu. Werde ich auch mal ausprobieren demnächst. Ansonsten auf Reserve nehmen. Falls die andere mal kaputt geht, habe ich gleich eine. Brauche ich sie noch austauschen. Ja. Chivo Cafesimo Compact Black Professional Edition. Klein, handlich, für den Normalbetrieb vollkommen ausreichend. Schauen wir mal, ob sie sich auch schlägt.